Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück in Aserbaidschan. Ja, gestern das war ja echt ein Spektakel. Ja, das muss man ja schon mal sagen. Ich hätte es nicht gedacht, wie viel Power wir aus den Männern auf dieser Strecke rausziehen. Klar, es ist jetzt spontan, sind wir sehr gut dabei. Es wird definitiv auch Strecken jetzt bald kommen, die ich so alle. Nee. Da werden wir sehen, da werden wir wieder Probleme haben, überhaupt uns anständig zu qualifizieren. Und naja, wollen wir mal sehen, was bei diesem Rennen bei rauskommt. So, da wollen wir uns mal anhören, was das Team von uns möchte. Emma hier. Wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Platz 13 und ja, besser als Jenson Button, besser als Pascal Wehrlein und 13. oder besser in der Weltmeisterschaft. Ja, schauen wir mal sehen, was wir bei gerissen kriegen. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Rennen. Und da macht das gerade nicht mehr auf die Tastatur. Über das Lenkrad, da muss ich mal wieder Tastatur wählen. Also manchmal sagt er beim Lenkrad, nö. Die ganze Zeit funktioniere ich, aber jetzt. Den Knopf gibt es jetzt nicht. So, jetzt gibt es einmal den Schreckeninfo. Wer hätte schon zu Beginn des Motorsports gedacht, dass sich die Liebe zur Geschwindigkeit und zum Wettkampf je so weit verbreiten würde? Von Brands Hatch zu Jerez über Valencia, der große Preis von Europa, war schon im ganzen Kontinent vertreten. Heute beginnt eine neue Ära des geschichtsumwobenen Rennens am Rande des Kaspischen Meeres. Der große Preis von Europa in Baku. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometer im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Heute darf ich Stefan Römer an meiner Seite begrüßen und ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Die Geschwindigkeit ist hier für ein Straßenrennen ziemlich hoch, oder? Glaubst du, dass dadurch ein paar unerwartete Situationen mehr entstehen werden? Solange die Teams mit der Kühlung zurechtkommen, wird es keine großen Probleme geben, zumindest nicht von technischer Seite. Aber ich erwarte, dass die Strecke ziemlich rutschig wird, da es noch nicht genug Gummiabrieb auf dem Asphalt gibt. Jedes Straßenrennen hat seine eigenen Herausforderungen und ich glaube, dass wir hier und da ein paar Fehler sehen werden. Ich glaube, die beste Strategie wäre es, vor allem in den ersten Runden, in denen das Fahrerfeld noch dicht beisammen ist, mit einer Safety-Car-Phase zu rechnen. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Männer starten also von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Hamilton, Kimi Räikkönen und Bottas. Massa, Sainz Junior, Hülkenberg und Daniel Ricciardo. Quert, Button, Fernando Alonso und Verstappen. Gutierrez, Perez, Romain Grosjean und Pascal Wehrlein. Palmer und Nasser. Markus Eriksson und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Gut, soviel zu diesem Thema. Jetzt geht's los, Strategie. Ich muss ehrlich sagen, die Strategie gefällt mir gar nicht. Ich nehme jetzt volle Ladung wieder mit, damit kann man nämlich richtig schon Kamelle machen. Weil mir gefallen die harten Reifen nicht. So, ich will mal kurz was machen. So. Ich möchte sie bearbeiten. Ich gehe mal kurz einmal an eine Tastatur, weil der Marker so mit. So, ich möchte Strategie bearbeiten. So. Vor allem kann ich nicht super. Ich habe keine Supersofts anscheinend hier angeblich zur Verfügung. Ich kann sie hier nicht ändern. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt manuell.
Weil diese Taktik an sich... Ich werde versuchen... Komm, wir nehmen die jetzt einfach. Ich werde im Rennen danach entscheiden... Nee. Wenn er nach dem Rennen... Hallo meine lieben Leute, und es geht direkt zum Start über. Ja, ihr habt den Anfang leider alles komplett verpasst. Okay, verpasst ja nicht direkt, aber ich konnte es nicht aufzeichnen. Begründung, ja, wollen wir mal anfangen. Ich habe vorhin ein Rennen gefahren. Ich habe das Rennen vorhin schon mal gefahren. Alter, gibt der gerade Schubrakete neben mir. Da bremsen wir uns aber rein. Der kommt so schnell nicht an uns dran vorbei. So, gut. Ja, ich hatte vorhin schon mal das Rennen gestartet. Ich habe das Rennen auch gefahren. Und zwar bis zur letzten Runde. Vorletzten. Weil es gibt... gab da so, ja, so ein kleines dummes Missverständnis etc. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das ein Spielfehler ist oder ob ich das Regelwerk falsch im Kopf drin habe. Und zwar geht es darum, ich bin auf Soft gestartet und laut Rennstrategie sollte ich dann fahren die harten, härtere Mischung. In diesem Fall, also in diesem Rennen sind es ja dann die mittleren Reifen. Mittlere Härtegrad. Und ja. Schön und gut, ich hatte es aber dann statt auf Soft, bin ich dann auf Super Soft gegangen, so wie die anderen, die auf Super Soft unterwegs sind, nach dem Rennen auf Soft fahren. Problem war an der Geschichte, dass ich dann in der letzten Runde, wo ich dann in die 26. Runde reingefahren bin, ich wurde disqualifiziert. Wegen den Reifen. So. Also ist es jetzt so, dass wir diesen Boxenstopp jetzt gleich nochmal machen werden. Eben dann nicht auf Supersoft gehen, sondern eben auf die mittlere Reifen. Ärgert mich fürs Qualifying, da wir ja nicht dann am Anfang auch Soft, Supersoft und jetzt auf Soft wechseln können. Dieser Fehler mache ich beim nächsten Mal nicht nochmal. Ich werde da nicht nochmal so eine Reifenstrategie wählen. Weil ich wollte eigentlich im Rennen Soft und dann Super Soft fahren. Weil es komischerweise in Kanada hat es ja so ähnlicher funktioniert. Ich werde mir das Video im Nachhinein nochmal anschauen. Aber so ist momentan Stand der Dinge. So. Des Weiteren, was ihr, glaubt ihr das Ganze nicht gesehen oder sonst was. Ich habe das Rennen gefahren und ja, da war das circa Runde. Oh, welche Runde war das denn ungefähr? Ja, 15. müsste das gewesen sein. Wie sagte das Aufnahmeprogramm? Macht den Scheiß alleine, ich habe auch Titel. Ich habe es nicht gemerkt und ja, die Hälfte des Rennens wurde nicht aufgezeichnet. Also unterm Strich darf ich jetzt alles wiederholen. So. Aufnahmeprogramm habe ich jetzt mal abgedatet, mal nachgeguckt, keine Ahnung, wieso ist halt warum. Alter, kriegt der mir einen anderen Purpose. Und ja. So viel, das ist jetzt, warum ihr eben direkt in den Start reingekommen seid und nicht die Vorbesprechung, Startaufstellung. Und nicht, wie gesagt, die Startaufstellung und die Strategie und alles, was man eben vor mal alles gemacht hat. So, gut. Das war's zu diesem. Jetzt gibt es aber mal eine kleine Ankündigung für eine Veränderung in Formel 1 2016. Und zwar, ich unterhalte mich ja mit Zuschauern. Ja, sowas tut man ab und zu einfach. Und da wurden ein paar Wünsche geäußert. Und die werde ich jetzt, bin ich auch versucht jetzt auch nachzugehen. Das habe ich beim letzten Mal habe ich ja schon gemacht, dass ja der Boxenfunk im Rennen angeblich zu leise wäre. Okay, ich habe es auf den Ohren direkt drauf liegen.
Da ist der Boxenfunk eigentlich soweit Taco. Nur eben, es gibt Leute, die hören das über das Fernseher oder eben über der Anlage. Whatever. Über das Handy, ich weiß es nicht. Es gibt ja heutzutage diverse Abspielmöglichkeiten für YouTube. So. Daraufhin bin ich ja schon im vorletzten, oder letzten oder vorletzten, meine ich ja schon. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Bin ich am vorletzten Rennen ja schon darauf eingegangen, dass ich den Boxenfunk weiter im Rennen. Gut, das war dieser Punkt. Jetzt kommt ein kleiner Punkt in mehr oder weniger eigenen Sache. Und zwar die Art des Aufnehmens. Dann beschreiben wir uns mal die Art des Aufnehmens. Klingt gut. Es geht darum, ich sehe das. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,0 Sekunden. Ja, genau. Ich sehe es ja bei den Zuschauerzahlen und Abspielzeiten etc. von den Videos. Und auch von den Leuten, die mir da zugucken. Training und Qualifying, das ist auch die Aufnahmen, die ich ja immer mache, finden die Leute zu lang. Okay, habe ich mir gedacht, dann machen wir das Ganze so. Also komme ich nach und habe mir dabei jetzt überlegt, weil ich möchte das F&E ja auch nicht vernachlässigen, weil ihr merkt ja, was es bringt. Und werde den Bereich Training definitiv offline machen. Außer ihr schreibt mir jetzt in den Kommentaren rein, denn das wollen wir jetzt unbedingt wieder weiterhin sehen. Da werde ich das, will ich auch noch eine Lösung finden. Aber stand jetzt, ich werde das Training nicht weiter aufzeichnen. So. Dann geht's weiter, Qualifying. Oh, ich habe ein bisschen Schluck auf, Entschuldigung. Bereich Qualifying. Qualifying habe ich zwei Varianten, die ich mir selber persönlich nur überlegen muss, wie ich es am dümmsten gestalte. Wie es mir auch meine, es kommt besser. Nämlich Variante 1 ist, ich mache es auch offline und zeige euch vor dem Rennen dann eben, wie wir uns geschlagen haben. Weil es ja auch im Prinzip Single-Runden fahren. Variante 2 ist, ich werde das Qualifying aufzeichnen und als Zusatzvideo vor dem Rennen immer raushauen. Damit ihr euch selber entscheiden könnt, jo, ich gucke mir das Qualifying an, ja oder nein. Weil ich bin es ja auch so, wenn ich anderen Leuten bei Formel 1 zugucke, ich schaue mir nicht an, wie sie Training und Qualifying machen, sondern schau mir das Rennen an. Das Rennen ist spannend. So. Und von daher, die beiden Sachen sind schon mal zu bekämpfen. Also Training gibt es jetzt keins mehr demnächst. Das war jetzt, dieses Rennen wird das letzte Training sein, was ich gezeigt habe. Qualifying, ich überlege es mir noch, wie ich es mache. Und das Rennen werde ich komplett zeigen. So. Diese Saison bleibt es mit dem Rennen so, dass wir 50% Rennlänge fahren. Weil da wurde auch schon gesagt, ja, das ist zu lang zu gucken und so weiter. Klar, es sind lange Videos. Auch für YouTube sind es lange Videos. Aber das ist auch so ein bisschen, ich finde, der Spielspaß ist da und auch das Spannende. Daher mache ich jetzt da, ja, einerseits, okay, kann man sagen, es ist ein Kompromiss eigentlich. Ich werde diese Saison auf 50% Rennlänge zu Ende fahren und dann die kommende Saison auf 25%. Das macht ja schon beim Leben-Klatschen mal. Die nächste Saison eben nur noch 25% Rennlänge. Und da muss man mal gucken, wie es das dann so ankommt, ob es den Leuten dann alle besser gefällt. Falls es da Einwände für gibt, ne, und ihr sagt dann, ah nee, 50% war doch spannender oder ja nee, 25% ist viel geiler als 50% Rennlänge. Haut es in die Kommentare rein. Da versuche ich auch wieder wie immer drauf einzugehen, weil ihr seid die meine Videos ja gucken. Und ihr könnt dann dabei so ein bisschen mehr oder weniger entscheiden. So. Das war jetzt ein Thema, wie gesagt, Rennlängen und so weiter. Mir kommt es auch viel ein bisschen alles entgegen, da ich ja momentan ja primär nur Formel 1 habe und eben Donnerstags und Freitags ein Rennspiel und ein Simulator bei Twitch drin habe, wo ich auch momentan Zeit habe.
Dann geht es jetzt weiter, dass ja ab voraussichtlich sofern ich bis dahin Stammleute zusammenkriege, bei Twitch ein neues Projekt gestartet wird. Weil ich möchte mich gerne wieder ein bisschen mehr um Twitch kümmern anstatt um YouTube. Weil YouTube ist immer so, ich zeichne alles auf und man muss warten, bis man eine Resonanz darüber kriegt. Und bei Twitch ist es dann wenigstens immer schön, man kriegt direkt Resonanz. Man kann direkt interagieren mit den Leuten. Wenn dem was nicht gefällt, kann man es dann direkt ändern. So. Gut, das war's dann erstmal davon. Wie gesagt, da wird ein neues Projekt gestartet. Weil Anfang Oktober, ich möchte mir jetzt noch nicht alles verraten. Na, also ich sage es euch nur im Groben, jetzt nicht ins Detail rein oder um was es sich handelt. Na, die Spannung muss ja da bleiben. Anfang Oktober ist voraussichtlich werde ich ein Let's Play machen von einem bestimmten Spiel. Was voraussichtlich sogar das letzte Let's Play für YouTube ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde mit YouTube, eigentlich wollte ich ja schon aufhören. Nur das Formel 1 fand ich jetzt so interessant und ich wusste ja, dass demnächst noch, wer meinen Kanal kennt und länger verfolgt, weiß genau, auf welches Spiel ich hinaus möchte. Es gibt so ein Spiel, was ich unbedingt jetzt spielen möchte. Und danach wollte ich eigentlich auch sagen, alle wieder entschieden. Und nicht eher, wenn noch in dem Bereich Twitch aufhalten. Weil Twitch finde ich einfach, man kann da, weil ich muss ehrlich sagen, Twitch ist nicht besser als YouTube. Nein, keine Frage. YouTube ist schon recht leistungsstark und intensiv. Aber was mir bei Twitch eben, was mir besser gefällt, ist, man kann da andere Spiele spielen. Ne, etwas, sag mal, langatmigere Spiele oder langweiligere Spiele für YouTube. Ne, weil zwei Spiele, Kerbal Space Program. Perfekte Beispiele. Es ist für... Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Danke. Ja, wie gesagt, Kerbal Space Program ist zum Beispiel, das ist für eine 15 Minuten YouTube-Folge, man sieht da drin kaum was. Ja, da braucht man stellenweise, sag mal, bis so eine Reise zum Mond, hat man 8 Folgen gemacht. Punkt. Und da einfach nur so ein Best-of zu machen, das finde ich auch nicht so gut. Genauso ist es im Bereich Landwirtschaftssimulator und so weiter. Das sind meiner Meinung nach so kompletten Simulationsbereichspiele sind eigentlich... Boah, jetzt haben wir bei der Radarfeuerwehr geschossen. Die kompletten Simulationsbereiche sind meiner Meinung nach eher so für Twitch besser geeignet. Und das ist ja das, was ich am meisten spiele. Von daher werde ich mich dann eher auf Bereich Twitch konzentrieren. Also im Prinzip Formel 1 soweit noch durchziehen. Die 10 Jahre. Oder zumindest war es angedacht. Ob ich es jetzt komplett mache, scheiße auf den Raum angestellt, aber angedacht waren es, dass ich die 10 Jahre durchziehe. Und damit wir mal gucken, damit man das komplette Spiel mal ausgenutzt hat. Was dann auch noch auf YouTube erscheinen wird, wenn wir es endlich mal schaffen. Ein paar Informationen zu Sainz. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. So. Was bei YouTube jetzt noch erscheinen wird, ist die ganzen Aufnahmen von unseren Rennabenden. Wenn wir Koop spielen zum Beispiel. Die werde ich noch für euch zur Verfügung stellen. Genauso, wenn wir es jetzt noch mal irgendwann mal schaffen, uns zusammenzusetzen für die Formel 1 Koop-Meisterschaft. Weil uns fehlen da immer noch Leute. Wir würden sie gerne starten. Wir machen es momentan ja mit NPCs. Wir spielen es ja zurzeit ab und zu noch mit Sportanrennen mit NPCs. Aber das ist nicht das gleiche, wie wenn man da richtig mit Teams und wenn die Teams auch mit richtigen Spielern besetzt. Da muss man eben mal gucken, wie das gestalten wird. Diese Viewers haben am besten Leute noch rankommen, die da gerne mitmachen würden. Was fahre ich mir denn gerade hier für einen Scheiß zu rechnen?
So. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Da hat er mir einfach mal eiskalt in die Bande geschickt. Das ist jetzt alles so im Bereich Twitch. YouTube. Wie gesagt, wenn du den Korb sagen, werde ich dabei noch hochladen. Dann wie gesagt, das eine Projekt wird noch gemacht, vom 1 noch gemacht. Und ja, war's das. Es läuft sehr viel besser, als wir erwartet haben. Bleib konzentriert und tu dein Bestes, um das Ergebnis heimzubringen. Das mache ich sowieso, Jeff. Ne, wie gesagt, YouTube noch für privat genutzt, aber sonst nur so keine mehr. Primär werde ich dann eben bei Twitch zu sehen sein, weil das Projekt, was ich vorhabe, das ist kein YouTube-Projekt. Ja, ich würde es gerne auf YouTube ja auch mit rüberbringen, aber das kann man vergessen. Das wird für YouTube zu langatmig und zu langweilig. So. Gut. Das war es eigentlich so mal kurze Überraschung für die Kanäle. Ich werde dazu auch nochmal ein anderes Video nochmal zu machen. Was gibt es sonst noch so? Nix. Einfach nichts. Jetzt habe ich aber auch, ehrlich gesagt. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den Box durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wenn ich nicht durch. Box. Ich denke, so verlieren wir jetzt wenigste Zeit, wenn wir direkt reingehen. Fettel kommt auch direkt rein. Die Reikön ist es. Ja, wie schnell die sind. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Pascal ist an die Box gefahren. Pascal ist jetzt an der Box. Da hatten wir mal einen Safety Car zu unserem Gunsten. Der Nachteil ist, wir sind jetzt nur Dritte. Und jetzt kommt die große... Der geht auch auf Mediums. Geil. Weil die sind sonst... Und Ricciardo ist erster mit Supersoft. Der muss auch in die Box. Perfekt. Besser konnte es jetzt für uns den Stop nicht laufen. Wie geil ist das denn? Weil nämlich die letzten Mal... Ich habe ja da schon... Ich muss ja letztes Mal neu geschaut haben. Sind die alle von weich... Aber von den Supersoft auf... Soft gegangen und keiner ist auf Mediums gefahren. Das haben wir im Prinzip alle die gleichen Chancen. Jetzt müsste Lenny sich nicht in Raikön überholen und das Ding nach Hause kutschieren. Weil Ricciardo kann ruhig vorfahren, der muss nämlich noch in die Box. Abstand. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Finde ich cool. Ich frage nach Abstand und er hat mir die Rennstrategie. Vordermann. Wir stellen den Frontflügel beim nächsten Boxenstopp neu ein. Winkel der Frontflügelflaps auf plus 1. Jetzt auf plus 1. Geil. Statusreport. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung
Ach ja, ich finde das mal cool, was man hier alles machen kann. Gegen wen fahre ich? Gegen wen fahre ich? Was macht das denn, ja? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Ricardo und Button. Das ist aber schön, da haben wir keinen um mich drum rum. Alles klar. Reifenstatus. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Problem? Der Funk rauscht. Er hat ihn nicht verstanden. Ich verstehe, wir sind beide zur gleichen Zeit reingekommen. Raikön hat einen besseren Stop wieder gemacht als ich. Wir müssen auf die Zeit gucken, wie viele langsame Fahrer da unterwegs sind, ne? Wenn ich überlege, wir haben gleich mit dem Safety Car auf den einen eine halbe Runde aufgeholt. Wetter. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Wetterbericht. Ich schätze mal, Bernd Mailänder wird diese Runde reinfahren. Dann haben wir jetzt gleich noch 14 Runden vor uns. Ich muss zusehen, dass ich direkt am Anfang an Raikön drauf vorbeikomme. Ansonsten haben wir bald ein richtiges Problem. Also bei den Raikön werden wir nicht einholen. Die fahren gleich mit den Reifen nicht Zeiten, da schlackert man echt mal niemanden. Da merkt man es immer, das Qualifying Speed konnte ich gut mitmachen, eine Runde. Aber den Rennspeed, da liegen wir noch so weit hinten. Ich frage mich echt, wer auf dem letzten Platz halt unterwegs ist. Dann ist gleich am Ende erst der Start und Ziel gerade. Wir fahren gleich schon wieder auf Start und Ziel. Ah ja. Gemütlich und langsam mit dem Safety Car hinterher. Ja. Und schön Sprit sparen. So, Safety Car kommt diese Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety-Car-Linie Unverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Ich finde mal cool zwischen den Häusern, dass er auch keinen Funkempfang hat.
Ich stell mir einfach wieder voll vor die Karre vor. Das gibt's doch nicht. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Wir sind dran vorbei. Jetzt heißt es breit machen. Piano Trulli spielen auf der Strecke. Das wird jetzt ein hartes Rennen. Wir haben unseren ersten Platz nach dem Boxenstopp wieder. Boah, das ist so awesome. Das ist so geil. Unser Frontflügel hat einen abgekriegt. Wir haben zwar jetzt wo, aber... auch nur ganz helles Grün, also wahrscheinlich ist da nur so ein Flap umgeklappt oder so. Aber es reicht ja meistens auf Formel 1 ja schon aus, um komplett Aerodynamik an einem kompletten Auto zu zerstören. Das finde ich manchmal lustig. Dann auf einmal verlieren sie so vorne vom Frontflügel so ein Seiten, komplettes Seitenteil am Frontflügel und fahren immer noch seine Bestzeiten. Da ist der nächste aus dem Rennen. Jetzt fallen sie aber wie die Fliegen gerade aus dem Rennen, oder? Oder täuscht das? Noch 4 Runden. Plus 4 Runden haben. Naja, ich würde sagen, wir sind vorne und können uns echt gut behaupten. Raikkonen kloppt sich da mit Hamilton. Ich würde sagen, die beiden sich auch so ein bisschen verhaken oder ein bisschen jagen. Weil jedes Mal, wenn Hamilton versucht, so an Raikkonen dran vorbeizukommen, um unsere Chance hier nochmal so ein 2-3 Meter hier gut zu machen. Ja, Vettel kommt gerade auch von hinten. Ich denke es gleich auch noch. Gut dran. Da wird auch nur noch. Da wird es auch eine Frage, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis da sich gleich auch noch Crosscut-Mission mit einklingt. Da haben wir echt eine wunderschöne Fünfergruppe. Und hier sind hier die Charakterteile. Ja, diese Schikane lädt aber auch ein, um das Auto zu schrotten. Oh Mann, Mann. Ja, wir haben wieder ein bisschen Abstand. Jawohl. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich um. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Komm, wir steigen hier nochmal ein. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich frage mich schon mal so, was mit den Hinterreifen los ist. Na, kann man die komplett Vollgas nehmen und dann auf einmal... Ich habe nur Wackelpudding hinten drauf. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Raikkonen ist raus. Wo sind die hin? Da fehlen 2 Ferraris hinter mir. Halt einfach nur mein... Der mir in die Karre stumpf reinfährt.
Ja, ich bin gerade ein bisschen langsam unterwegs. Ich mache vorsichtig mit meinem Auto. Weil mir der Mercedes da ja noch DRS kriegt. Das wird auf den langen Geraden so eklig. Und bei bald muss ich auch runterschalten. Vom fetten Gemisch. Jetzt macht der Flügel auf. Nicht jetzt. Und er hat einen Platz verloren. Das tut mir jetzt aber nicht leid, aber dafür sind die Williams da. Die Williams sind noch schneller als Williams auf der Geraden. Als der Mercedes. Das finde ich aber so pervers, ey. Die Williams auf der Geraden gehen, ey. Egal, wo du mit denen, auf welcher Speedstrecke du mit denen fährst. Denn die Williams haben immer die beste Top-Speed. Dafür sind die nicht so sehr kurvenstark. Jetzt bin ich gerade echt überlegen, wie der zweite Fahrer bei Williams ist. Der eine ist ja Bottas. Oder war nochmal der zweite bei Williams. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie? Nee, der bleibt gelb. Ja, gleich aus auf der Geraden. Die Williams werden da hier aber so. Der Abstand zum Hintermann beträgt 0,6 Sekunden. Der wird einfach so von hinten angeballert kommen. Guck mal, der ist ohne DRS. Hier einfach. Guck mal, da bin ich. Habe ich aber richtig verbremst. Und Hamilton ist jetzt nur noch zwei Vierter. Jetzt ruhig mal, jetzt nicht von den hinten unter Druck setzen lassen. Aber ich frage mich echt, wo die beiden Ferraris hin sind. Plan A. Hallo? Hört mich nicht? Doch. Vielleicht ja. Geht in Ordnung. Machen wir es manuell. Bei Plan A ist meistens immer Standard. Nein, nein, nein. Uiuiui, muss ich da langsam machen jetzt. Mann. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Ein paar Informationen zu Paris. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. War das Überholen jetzt noch vor oder nach dem virtuellen Safety Car? Das ist jetzt meckert, wenn ich mich zurückfallen lassen muss.
Wir müssen auf Lager fahren hier im virtuellen Safety Car. Sprit sparen. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ein paar Informationen zu Rosberg. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Ah ne, da hinten sind das auch wieder die Ferraris ran. Also wenn ich jetzt den Fehler mache, rausrutsche, ey, wir sind, glaube ich, gefühlt sind wir dann nur noch 5., 6., 7., 8., 9. Guck mal, was das für ein Rattenschwanz hinter mir ist. Gut, dass ihr den Schweiß auf meiner Stirn nicht gesehen habt hierbei. So würde das, sonst würde das schon auf, ja, okay. Ich muss immer so ein Stückchen vom Gas runtergehen. Es gibt ja kein Gas mehr hier. Warum war es gerade, ich habe es gerade gesehen, auf der Geraden, zieht er hoch und dann immer brr, brr. Ne, ich kapiere es langsam hier nicht mehr. Das ist natürlich, der beschleunigt nicht hoch, aber da oben. Das ist genauso wie jetzt hier. Das ist einfach nur zum. Geht's dir gut? Motor aus. Ich frage mich, was hier. Nach dem Stopp vielleicht 9. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,8 Sekunden. Das ist vielleicht 10. Wisst ihr was? Ich mache mir vorne Kackenpreis komplett breit. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box. Ja, von 10. nach vorne wieder zu arbeiten, das ist. Wenn wir aber jetzt ganz kacken, das vorne so breit machen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber hier, das ist Vollgas, bei 320. Okay, ohne Frontflügel haben wir vorne weniger Downforce. Sind wir auf der Geraden ein bisschen schneller, ne? Und was wie so ein Frontflügel? Ah, hast du Pest schon, ist das ein Rennen? Ah,
So langsam sind wir jetzt ja auch nicht. Okay, es war jetzt eine unfaire Aktion, aber... Was soll man dazu sagen? Was soll ich jetzt machen dabei? Da wird es zwar im Nachhinein bei mir beschweren, mit der Faust rum oder so, aber... Oh, das war knapp. Kann man den Einzelmännchen mir jetzt einfach einen Frontflügel verpassen? Aber noch sehe ich keinen hinter mir. Aber da ich müsste irgendeiner hinten angeflogen kommen, das siehst du schon auf der Minikarte. Aber jetzt ist er wieder bei 43, selbe Situation. Ja, da kommt ein Mercedes angeflogen. So, jetzt heißt es wieder Kampflinie fahren. 5 Runden Kampflinie. Ah, ich hab Schiss. Ich habe ja zur Not noch ein bisschen Sprit, habe ich noch zur Not noch übrig. Ja, da kommt auch noch ein Williams jetzt an. Uiuiuiui, das wird gleich auf der Geraden sowas von scheiße eng. Einerseits ist es ja geil, wenn wir mit der Karre echt so nach vorne kommen würden. Andererseits aber wiederum ist es wieder für unsere weiteren Werdegang im Spiel scheiße. Ich sag's euch, wie es ist, weil das sind wieder solche Glücksrennen, wo wir vorne mit darum eiern. Die wird es auch definitiv bald wieder mal nicht mehr geben, weil da gibt es ja wieder Rennen, die auch ich persönlich nicht kann. Und dann haben wir aber dann die, dadurch, dass wir mit den Punktetechnik so weit nach vorne gekommen sind und jetzt auch noch mal zwei Rennen vorne waren, kriegt das Team auch so einen höheren Koller. Kommt mir mit dem Benzin noch raus. Kriegen die auch noch so einen höheren Koller und meinen dann auf einmal, jo, dann werd jetzt mal im Rennen, erwarten wir von dir. Was ist das jedes Mal? Jedes Mal kriegst du einen einfach nur, puh. Weil du keinen Platz machst, dann mach ich dir ja nicht den Platz. Die drücken mich einfach eisstumpf beiseite und fahren noch weiter. Mist, der ist außen, der ist außen, der ist außen. Aber... Das war zwar ein hartes Manöver, aber wir haben ihn gekriegt. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, damit wir vor Start und Ziel auch vor ihm sind. Weil momentan geht es ja noch einigermaßen. Aber die beiden müssen sich so in der letzten Runde mal richtig in die Wolle kriegen. Okay, ich habe ja noch ein bisschen sprittechnisch ein bisschen was übrig. Da könnte man in der letzten Runde noch versuchen, noch ein bisschen was zu tricksen. Da spare ich mir jetzt auch so, versuche ich mir jetzt ein bisschen aufzusparen. So, dass wir nochmal richtig, sagen wir, die letzten zwei Kurven noch ein bisschen Kamelle geben können. Und auf der Start- und Zielgeraden dann eben auch noch mal ein bisschen mehr Power zur Verfügung haben. Aber hier auch. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Und ich stehe hier voll mit dem Fuß auf dem Gas. Am besten so an der Kurve mal richtig auf die Bremse steigen, wie ein bisschen stauchen. Dann. Wir haben noch Benzin für etwa
Nächste Runde abgewehrt. Sagen wir so, im schlimmsten Fall wären wir Zweiter. Geil, wer ist Erster? Realistisches Zweiter, im schlimmsten Fall Dritter. So. Da krieg ich gerade schon wieder voll einen auf dem Arsch hin drauf. Das sah böse aus. Alles hey. In Ordnung? Sag mir, ob... Ich würde sagen, ich habe ihn geparkt. Lass mir das jetzt hier nicht nehmen. Freunde, komm einfach an. Bumm. Einfach voll ins stumpf ins Getriebe hinten. Ganz stumpf fährt er mir einfach mal kurz ins Getriebe drauf. Vor allem, er verliert doch keinen Spoiler oder so, ne? So, jetzt sind wir schon vier hinter mir. Ah, hier, genau. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Jetzt habe ich glaube Chaos reingemacht. Ja, da habe ich Jensen Button hinter mir. Alter, das geht hier so ein Blutdruck drüber gerade. Komm, ich spule jetzt wieder zurück. Was ist das hier? Ich fahre ganz normal. Ja, so, aber so, kriegt man direkt wieder einen. Okay, die sind zwar ein bisschen schneller, ja. Aber wie gesagt, das meine ich mit, sie nutzen Lücken, wo keine da sind. Leute, die ich denn habe. Ja, hier, da bleibt einfach stehen und stehen. Das fühlt sich an wie, als wenn sie mir in der Box die Motorleistung gekostet hätten. Ich hab gleich die Schnauze voll davon. Ich hab einfach gleich mega nur die Schnauze voll davon. Was soll der Scheiß hier sein? Guck mal, wie viel Abstand geht denn noch? Hier, das ist Vollgas. Die Karre macht nichts mehr. Auf einmal dann wieder... Boah, guck mal, da hab ich noch... Hier, das ist... Was ist das hier?
Bitteschön. Man gibt das Gas, auf einmal bleibt er irgendwo bei irgendeiner bestimmten Scheißgeschwindigkeit stehen. Und dann nimmst du Gas weg, drückst wieder drauf, auf einmal beschleunigt er wieder, dann bleibt er wieder irgendwo stehen, musst das Gas wegnehmen, drückst du wieder drauf und dann beschleunigt er erst wieder. Höki wird gewinnen, weil den will ich ein und werde ich ihn nicht mehr. Das werden sie schön von hinten alle. Achtet jetzt mal auf meine Geschwindigkeit. Ich gebe Vollgas. Das ist. Jetzt immer kurz gelupft und jetzt geht's wieder weiter nach vorne. Dann jetzt hier wieder. Du sagst, nimmst das Gas wieder runter, trittst wieder drauf, dann beschleunigt er wieder. Aber auf der Geraden erstmal, boah, ich hab keinen Bock mehr, ich geh mal in die Knie. Ich kapiere es nicht. Und immer stimmt der gerade hinten und vorne, weil guck mal, wer auf einmal hinter mir Druck macht. Pascal Wehrlein ist hinter mir mit dem zweiten Manor Racing. War schon mit dem Spiel heute nicht. Kann man ja erzählen, was das. Das ist hier genauso schon wieder Vollgas. Bleibt auf einmal irgendwo drin stehen. Bei irgendeiner Drehzahl sagt auf einmal, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Nee, ich bin jetzt auch mal Arsch. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnet. Ich kapier's nicht, weil ich hab's gerade auch mehrfach miterlebt. Das ist auf einmal mitten auf der Geraden. Zum Beispiel bei 270. Zack, nimmt da kein Gas mehr an. Dann 270, 280, nimmt das Gas, Fuß vom Gas, drückst du da voll drauf. Dann zieht er wieder durch auf 320 und so weiter und dann fängt er wieder an. Auch schön, wenn es aus den Kurven raus. Auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt, aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Herzlichen Glückwunsch, Nico Hülkenberg. Resultat. Force India steht heute ganz oben. Ich muss sagen, das Spiel hat, es war ein geiles Spiel, auch von der Logik, von der Fahrweise und so weiter, aber es hat so viele Fehler noch drin, ne? Da müssen sie echt noch mal ein bisschen nachpatchen. Uns sind jetzt schon so viele Fehler in dem Spiel aufgefallen.
Auch zwischen Bereich Multiplayer und Safety Car. Reizende Katastrophe. Scheinbar. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. Weil wenn man sich das jetzt, ich bin ja nicht, man kann ja ein bisschen Rennen so ein bisschen durcheinander werfen, ne? Aber schaut euch mal die Reihenfolge von den Rennen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt alle aufgehalten habe. Sahara Force India, klar, vorne. Männer gehört nochmals nicht nach vorne. Dann kommt endlich derjenige so, von dem man die Leute die Sachen auch gewinnen lässt, ne? Sagen wir so, die ersten drei, ja, okay, bis auf mich. HSF 1 in den Punkten, sage ich, okay. Mein zweiter Männerfahrer ist schon stellenweise, Williams Racing gehört nach vorne, klar. Sauber, die auf der Strecke überhaupt eigentlich keine Leistung drauf haben, sind vorne. Dann kommt erst Red Bull. Und wenn du jetzt hinten anguckst, so viele Top-Leute, Ferrari hinten, Mercedes hinten. Guck mal, Ferrari ist, habe ich noch gesehen, Mercedes-Benz auf dem 16. Der zweite Ferrari ist reingefahren auf dem 15. Platz. Das ist etwas strange, wenn ihr auch die Zeiten gesehen habt am Anfang. Irgendwas ist am Schluss da total schief gelaufen in dem Spiel. Schön, dass ich gerade etwas verflogen bin, aber gerade die letzten 10 Runden haben mich richtig gefrustet gerade. So, unser Teamkollege... Ist es jetzt nicht deprimiert. Ich glaube, das einzige Team, was keine Punkte hat, ist jetzt Renault. Renault ist das einzige Team, was bis jetzt auch keine Punkte gemacht hat. Selbst beide sauber haben Punkte jetzt. Und mein Teamkollege ist 16. Ich bin jetzt 11. geworden. Ja, soweit passt das ja schon. Das gucken wir uns ja mal kurz F&E-Bereich noch an. Oh, das war jetzt echt... Ich hätte zum Schluss auch nicht so verhalten mit Rückplays, zum Rückspulen und so weiter. Aber ey, wie viele Fehler ich jetzt hier in diesem Rennen. Wie gesagt, am Anfang das mit der Strategie, das auf einmal mich disqualifiziert wegen der Strategie. Dann, dass auf einmal Leute auf einmal einfach nur einen rumdrehen. Die tippen einem hinten, wir können ja mal einen Gegenversuch machen beim nächsten Mal. Ich tippe einfach mal einen, so wie die mich einfach nur mitten am Hinterrad an. Mich, uns dreht's komplett weg in die Mauer rein. Die, wie ein Betonklotz, fahren wir da noch weiter. Ne? Das ist da geht die Krise bei. Gut, sauber Linie in Prozent. Haben wir 100% erreicht, das ist immer schön. So, punktetechnisch sieht's ja soweit gut aus. Gegen den Jensen Button dürften ein bisschen was gewonnen haben. Ja, ein bisschen haben wir es gewonnen. Im Team dürften wir auch weiter vorne bleiben. Die persönliche Wertung, ja. Klar. Die haben es auch mit dabei. Und bevor wir wie immer vor Feier machen, gehen wir in die Forschung rein. Und schauen mal nach. Wir hätten jetzt hier noch ein bisschen was. Hier könnte man einen großen Sprung machen, genauso wie da oben. Ihr sagt, da oben, den möchte ich definitiv, die beiden will ich noch mitnehmen. Damit aber leistungstechnisch, wir haben es doch gemerkt, auf der Geraden, die sind da, kommen da gut raus, genauso wie unten im Aerodynamikbereich. Ich glaube, das werden wir als nächstes machen. Aber wir werden es mir noch überlegen, weil Punkt haben wir eh für beides jetzt nicht. Und den Rest sehen wir dann. Gut, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.